schaut sich nach den Kindern um. Ihr seid ja schon alle da, das ist ja ganz wunderbar. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid beim Musikkater. Und diese Woche ist ja die St. Martinswoche und deswegen haben wir diesmal ganz viele Sachen mit St. Martin, um St. Martin herum für euch rausgesucht und wollen mit euch zusammen ganz viel Musik darüber machen. Vielleicht habt ihr auch noch eure Klanghölzer vom letzten Mal, die selbstgemachten. Ich habe hier jetzt die aus der Musikschule und wir starten direkt mit dem Martinslied und stellt euch vor, ihr seid St. Martin, sitzt auf dem Pferd und wir laufen zum St. Martinslied und manchmal geht das Pferd langsam Schritt oder es fängt an zu traben oder es galoppiert sogar ganz schnell herum. Wir probieren das mal zusammen aus. Viel Spaß! So, wir reiten erstmal ganz langsam los im Schritt. Jetzt tauschen wir unsere Kissen noch einmal gegen das Pferd von St. Martin und holen unsere Instrumente raus. Da könnt ihr gerne all die Sachen holen, die wir letzte Mal schon zusammengesucht haben und die ihr auch zu Hause gebastelt oder gemacht haben. Wir brauchen also einmal Klanghölzer, die habt ihr vielleicht noch vom letzten Mal, die aus dem Wald. Ich nehme jetzt mal diese hier. Dann braucht ihr eure Rassel. Wir brauchen irgendeine Trommel, eine Schüssel oder halt eine Trommel, wenn ihr habt. Und wir brauchen wieder unser Becken. Also zum Beispiel irgendwas aus Metall, ein Topfdeckel, ein Tablett oder sonstiges, wo man schön draufhauen kann. Das brauchen wir alles. Holt euch das mal alles, legt es euch bereit und dann kommt eine Geschichte von St. Martin. Und ich brauche euch dabei, denn ihr müsst die Klänge und die Musik dazu machen. Bis gleich. Martin war noch sehr jung, als er Soldat wurde und er war ein sehr guter Reiter. Deshalb musste er ganz oft in die Stadt und wichtige Dinge besorgen. Eines Tages sollte Martin wieder einmal in die Stadt, um etwas zu erledigen. Er holte sein Pferd aus dem Stall. Er legte ihm das Zaumzeug an. Und sattelte es. Dann schwang er sich auf sein Pferd und ritt in den kalten Morgen hinaus. Erst trabte das Pferd langsam dahin.
Aber Martin spornte es an und dann ging's im Galopp die Landstraße hinunter. Es war ein Tag im November und es war sehr kalt. Martin hatte seinen Helm auf und seinen dicken warmen Mantel um, aber der Wind wehte schon sehr, sehr kräftig. In der Stadt schlug die Kirchuhr, als Martin ankam. Er brauchte den ganzen Tag, um alle Dinge zu erledigen in der Stadt. Und als es schon dunkel wurde und er fertig war, schlug die Kirchuhr wieder. Und nun war es höchste Zeit für ihn, sich auf den Rückweg zu machen. Er ritt los. Es begann zu schneien und der Wind wehte noch stärker als am Morgen. Und es war bitterkalt. Das Pferd konnte gar nicht mehr so schnell laufen, weil der Wind immer stärker wehte und der Schnee immer dichter fiel. Plötzlich bewegte sich etwas am Straßenrand. Ging da nicht jemand? Martin hielt sein Pferd an. Ja, ganz deutlich hatte er gesehen, wie sich eine Gestalt mühsam fortbewegte und ein Stock regelmäßig auf den Boden tockte. Martin ritt nun näher heran. Und er erkannte einen Bettler, der sich mühsam auf seinen Stock stützte und langsam durch das Schneetreiben ging. Martin sah, dass der Bettler nur zerrissene Kleider anhatte und wusste sofort, wie er ihm helfen konnte. Er zog sein Schwert aus der Hülle. Nahm seinen dicken warmen Mantel von den Schultern und teilte ihn mit dem Schwert. Eine Hälfte des Mantels gab er dem Bettler, die andere legte er sich wieder um die Schultern und steckte sein Schwert zurück in die Hülle. Er schwang sich wieder auf sein Pferd und ritt schnell davon. Er ritt mit frohem Herzen durch die Nacht, sodass er den eisigen Wind gar nicht mehr bemerkte. Und auch das Schneetreiben machte ihm gar nichts mehr aus, denn er war glücklich, einem Menschen geholfen zu haben. So, das war die Geschichte von St. Martin. Und da ja die Martinszüge leider diese Woche auch ausfallen mussten, haben wir ein paar Martinslieder für euch hier gesungen, zusammen mit dem Musikkater. Und ihr dürft jetzt gerne eure Laterne rausholen, die anmachen und ein bisschen mitsingen und vielleicht zu Hause einen kleinen Martinszug für euch machen. Viel Spaß dabei! St. Martin, St. Martin, St. Martin, wenn durch Schnee und Wind sein Ross, das du ihm fortgeschwind, St. Martin.
Ich gehe.